Ja, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich etwas später da bin, liegt daran, dass ich aufgrund eines Missverständnisses zunächst am Nordbahnhof war. Ja, es kommt nicht nur die Bahn, es kommt den besten Kreisen vor. Also, irgendwas menschlich. Ich möchte zu euch sprechen, weil es doch etwas Wichtiges gibt, was ich als den Erfolg des Widerstandes unserer Bürgerbewegung sehe. Am letzten Freitag haben sich in Berlin auf Einladung des Aktionsbündnisses maßgebende Vertreter der Linken und der Grünen im Deutschen Bundestag mit Peter Konradi, Werner Sauerborn und mir getroffen. Es ging um den von uns und von vielen von uns geforderten Untersuchungsausschuss zu Stuttgart 21 und um eine gemeinsame tragfähige Lösung. Das Ergebnis des zweistündigen Gesprächs lautet: Stuttgart 21 kommt dank eines gemeinsamen Vorstoßes von Linken und Grünen nach der Sommerpause im Bundestag auf den Prüfstand. Ja, der Käse ist halt noch nicht gegessen. Der verkehrspolitische Wunsch von Stuttgart 21 und das ihn kaschierende Regierungshandeln gehören auf den Prüfstand. Ja, wir agieren bundespolitisch. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir oben bleiben. Wie es zu dem Termin kam und das erzielte Ergebnis, möchte ich euch ein wenig erläutern. Bernd Rieksinger, der Parteivorsitzende der Linken, hatte vor der Kommunalwahl den Untersuchungsausschuss zu Stuttgart 21 gefordert und war zunächst auf Widerstand der Grünen gestoßen. Wer aber erlebt hat, liebe Freunde, es gibt nicht nur Winfried Kretschmann und die Koalition im Lande, nein, es gibt auch Anton Hofreiter. Der jetzige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, wer ihn erlebt hatte vor der Bundestagswahl hier in Stuttgart, wie er die Veränderung der verkorksten Bahnpolitik einforderte, weiß, dass wir gerade auch in ihm einen in der Sache sehr kompetenten und kraftvollen Kämpfer auf unserer Seite sehen können. Genau daran haben wir bei dem Gespräch und bei der Vorbereitung des Termins angeknüpft. Neben den Fraktionsvorständen der Grünen, Hofreiter und Petra Pau für die Linke, den jeweiligen verkehrspolitischen Sprechern der Fraktionen Sabine Leidig und Matthias Gastel waren außerdem wissenschaftliche Fraktionsmitarbeiter zugegen. Peter Konradi hat in seiner Doppelrolle als ehemaliger, langjähriger Stuttgarter Bundestagsabgeordneter und als Teil unseres Widerstandes das Gespräch eingeleitet und moderiert. Auf Seiten beider Fraktionen zeigten sich allerdings Bedenken gegen einen Untersuchungsausschuss, jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Man müsse erst andere Instrumente einsetzen, zumal ein Untersuchungsausschuss für die kleinen Fraktionen mit einer enormen Arbeitsbelastung verbunden sei. Naja, also auch Christian Ströbel hat mir gesagt, wir hatten einen 14-stündigen Arbeitstag, NSE und was es alles gibt. Da muss man sehen, die kleinen Fraktionen haben es dann nicht ganz leicht. Wir arbeiten ihnen zu, aber es braucht noch etwas Zeit. Wir vom Aktionsbündnis haben umso mehr darauf gepocht, dass sich die Opposition nicht wegducken, sondern die verfehlte Bahnpolitik beispielhaft an Stuttgart 21 sichtbar machen und Statur zeigen müsse. Hier, so unser Argument, liege eine große Chance für eine gemeinsame
wirkungsvolle Oppositionspolitik im Interesse der Menschen. Linke und Grüne haben in diesem Sinne eine gemeinsame Basis gefunden. Wenn es dabei bleibt, ist mit dieser Initiative ein großer Schritt nach vorn gelungen. Keine Fraktion hat sich gegen die andere durchgesetzt, wie fälschlich teilweise in der Zeitung berichtet wurde. Fälschlich wurde auch teilweise berichtet, Sabine Leidig habe die Kombilösung von unterirdischem und oberirdischem Bahnhof befürwortet. Das ist ausdrücklich falsch und ist nicht die Auffassung von Sabine Leidig. Ein Untersuchungsausschuss ist nun nur vorerst vom Tisch. Wir haben uns konstruktiv auf einen zügig machbaren Weg verständigt, nämlich auf folgende Punkte. Es wird nach der Sommerpause einen gemeinsamen Antrag beider Oppositionsfraktionen auf eine öffentliche parlamentarische Anhörung von Expertinnen im Bundestag zu Stuttgart 21 geben, insbesondere zum Regierungshandeln wegen Kostenüberschreitung, Kapazitätsabbau und fehlendem Brandschutz. Und weil natürlich die Zeitspanne, die wir dafür im Verkehrsausschuss oder im Haushaltsausschuss des Bundestags haben werden, auf wenige Stunden bemessen sein wird, wird unmittelbar vorher oder nachher in Berlin eine ergänzende, breiter angelegte öffentliche Anhörung von Fachleuten zu Stuttgart 21 stattfinden, die auch die Parallelen zum Berliner Flughafen herausstellen soll. Die Bundestagsabgeordneten Sabine Leidig und Matthias Gastel, also die verkehrspolitischen Sprecher der beiden Fraktionen, werden die Expertenanhörung intensiv vorbereiten. Dazu wird es Ende August ein Arbeitstreffen in Stuttgart geben, das uns einbeziehen wird. Und die Quintessenz, wir werden alles daran setzen, um die Expertenanhörung im Bundestag zu einem starken bundespolitischen Signal zum Stopp von Stuttgart 21 zu gestalten. Denn sicher ist, keine Tunneltaufe, kein Baufortgang können und dürfen etwas daran ändern, dass unsinnige Projekte wie Stuttgart 21 gestoppt werden müssen. Da bleiben wir dran, deshalb bleiben wir oben. Bis es da unten bleiben, müssen wir uns immer wieder erkämpfen.